Packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen: Draxler Haustechnik Willisal, Brack, besser online einkaufen. Stutzbau bietet Lehrstellen. Raiffeisen. Swiss Helikopter, Ihre kompetente Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehrmilchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen NAFMilch AG. MSV Flor Unterlagsböden St. Erhard, da drauf stemmen. Mal jubelt Willisal. Freiamt besiegt, regelrecht überrumpelt, 21-13. Es gibt ein drittes Final, daheim in Willisal. Entscheidend die zweite Halbzeit. Willisal gewinnt jeden Kampf. Ein fulminanter Auftakt nach der Pause liefert Gregory Guilitz. Der Gisler gewinnt 16-0 mit technischer Überlegenheit. Nach dem Pausenstand von 8-10 für Freiamt ist damit Willisal das erste Mal an dem Oben in Führung, 12-10. Versagen. So gerade drauf im nächsten Kampf der Pascal Strebel. Gegen Tobias Bartmann muss er sich hochdünn geschlagen geben. 5-4. Freiamt geschwächt durch Verletzungen. So hat auch damals der Randy Fock nicht können antreten. Willisal hingegen schöpft aus dem Fallen, zaubert einfach mal so den Andy Fetsch aus dem Hut. Der gewinnt gegen Mark Weber im dritten Kampf nach der Pause. 7-3. Doch der entscheidende Moment. In der Tat. Schlussresultat von 21-13 spricht für sich. Die Mannschaft zufrieden, Fans jubeln. Verpassen Sie auch nicht unsere detaillierte Reportage am Dienstag mit dem Überblick zu wichtigen Kämpfen und interessanten Interviews. Alles gesehen auch auf YouTube. Abonnieren nicht vergessen. Wird Willisal zum 14. Mal Schweizer Meister? Nächsten Samstag wissen wir es. Definitiv.
ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert. Draxler Haustechnik Willisal. Brack. Besser online einkaufen. Stutzbau bietet Lehrstellen. Reifeisen. Swiss Helikopter, Ihre kompetente Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehrmilchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen NAFMilch AG. MSV Flor Unterlagsböden St. Erhard, darauf stehen wir.